Ende Jänner 1944 bin ich dann, sind wir dann, die Tante uns hergerichtet und angezogen, und dann fragen wir, wohin gehen wir denn? Und die Größeren haben schon gewusst, die Kleinen haben nicht gewusst, wohin wir gehen. Und dann sagt er, wir gehen in die Kirchen. Dann habe ich gedacht, in der Nacht in die Kirchen, warum gehen wir in der Nacht in die Kirchen? Das ist schon, warum ist heute in der Nacht Messe? Und die Tante sagt, ja, ist halt so, ne? Heute ist in der Nacht Messe. Gehen wir halt, ja, in der Nacht zur Messe. Und dann sind wir hinaus angezogen, was wir halt hatten. Und eine Decken haben sie mitgenommen, und alles ist uns so abenteuerlich vorgekommen. Aber irgendwie haben wir keine Angst gehabt, aber diesen Keller, dass wir von diesem Keller los waren, waren wir schon froh. Irgendwie muss anders sein einmal. Und da gingen wir aber den falschen Weg, nicht wo die Kirche war, sondern in die Berge hinauf, ganz in die andere Richtung. Und dann hat aber der älteste Cousin, der war 14 Jahre, der hat schon ein Gewehr mitbekommen. Und er hat sich so gefreut, er hat ein Gewehr, und so mit. Dann haben wir schon gewusst, so jetzt gehen wir in den Krieg. Und eigentlich Angst haben wir gar nicht gehabt, weil es waren Männer dabei, und also erwachsene Menschen waren dabei, und das war die Angst weg. Und da sind wir sehr weit gegangen, sehr weit. Es war so viel Schnee, und der Schnee war so hart, dass man nur, dass nichts eingesunken ist, aber so, und ganz glitzend war, und so, dass eine kalte, schöne Nacht war. Und das haben wir bestimmt 3 oder 4 Stunden sind wir da die erste Nacht gegangen, bis wir auf in den Berg ganz hoch oben in einen Bunker kamen. Und der Bunker war sehr, sehr kalt, aber wir waren so müde, dass wir trotzdem froh waren, dass wir niedergelegt haben, obwohl zum Liegen war nur Farnkraut und so eine Pferdedecken waren zum Zudecken, und es war uns sehr kalt. Und in diesem Bunker, ich weiß nicht, wie lange wir da gelebt haben, es war sehr kalt, finster war, und zum Essen war zu wenig, und ruhig haben wir müssen sein, also nicht sprechen, und für mich war das sehr schlimm. Ich war so ein unruhiges Kind, ein neugieriges, und das war das Schwerste, so ruhig den ganzen Tag sein, und nichts war zum Spielen, nichts, auch zum Reden, nichts mit die Erwachsenen, die haben auch sehr, sehr wenig gesprochen. Und wie lange wir dort waren, weiß ich nicht. Es war zum Essen, kann ich mich auch nicht erinnern, was wir gegessen haben. Nur auf einziges Mal kann ich mich erinnern, wo ein Partisan ein Laibbrot gebracht hat und eine Kanne Milch. Da haben wir uns so gefreut, so jetzt können wir uns anessen. Haben wir nur kleine Stückel gekriegt und 2 Schluck Milch zum Trinken. Und da waren wir so enttäuscht, haben wir gedacht, jetzt, wieso gibt sie uns so wenig? Wir haben ja nicht verstanden, dass sie sparen muss. Und naja, nach der Zeit hat sie wieder ein bisschen gegeben, und sie müssen sparen, dass man. Und dann war dieser Bunker gefährlich, weil immer gefährlich war, in einem Bunker zu lange zu bleiben. Und weit weg von den Bauern, sodass Verpflegung sehr schlecht war. Und dann sind wir über einen Berg nach Jugoslawien. Und da sind wir, ich glaube, die ganze Nacht gegangen, sodass ich eingeschlafen, beim Gehen eingeschlafen bin. Ich habe immer nur mit den Sternen, wenn ich mal draußen war, in der Nacht, dann habe ich die Sterne beobachtet. Das war so eine Unterhaltung, die einzige, die wir so gehabt haben. Und dort waren wir oben zu in einem Stall irgendwo, das war aber eh schon schön, im Stall war warm, und gestunken hat das auch nicht, weil wir waren gewohnt auf Stall. Hauptsache, dass es warm war und
sicher. Aber das meiste waren wir in Bunkern. Und da sind wir auch in die Kämpfe gekommen, wo einmal im Wald uns versteckt haben und da so ein Kampf war. Da hat mich ein Partisan hinter einen Baum niedergedruckt und runtergehalten, dass ich nicht aufgestanden bin. Und das hat so, haben sie so geschossen, dass es nur geblitzt hat die ganze Nacht. Wie wir da rausgekommen sind, weiß ich nicht. Wir sind halt, Gott sei Dank, heil rausgekommen. Und dann war bis April, dann war er dort in Slowenien, in Solčava hat geheißen, Loga Skadulina. Da waren solche Kämpfe und so gefährlich. Da haben sie sich entschlossen, die Tante, sie geht zurück nach Kärnten.